Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute geht es um die polnischen Heavy Metaler Divine Weep. Diese haben ein neues Album, das wird am 8. Juni über Authority Records erscheinen, einem neuen Metal Label, das von Bandsänger Mateusz Drecewicz gegründet wurde. Es ist auf CD und digital und auf allen relevanten Streaming-Plattformen verfügbar. The Omega Man ist die Fortsetzung von Tears of the Ages, das 2016 über Storm Spell Records und Metal Scrap Records veröffentlicht wurde. Es bietet 45 Minuten lang Heavy Metal gemischt mit einigen Death- und Black Metal Einflüssen mit einem modernen Sound. Für Fans von Iced Earth, Judas Priest, Primal Fear und natürlich Slayer oder auch Bathory. Der Titel des Albums und der Text von zwei weiteren Titeln sind inspiriert von Richard Mathesons Roman I'm a Legend aus dem Jahre 1954. Unter anderen literarischen Inspirationen müssen Erskine Caldwell und Robert E. Howard erwähnt werden. Alle Songs wurden im Doppler 12 Studio mit einigen zusätzlichen Aufnahmen im High Gain Studio aufgenommen. Das war's auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare oder abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.